Marco, Amos, Starkey und Romano. Klar, Romano hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren toll bei uns entwickelt, auch diese Saison entwickelt. Man hat es ja jetzt auch erst am letzten Wochenende gesehen mit der Vorarbeit auf Justin und nach dem guten Pass von Duxchi. Jemand, der uns einfach viel Tiefe auch gibt in unserem Spiel, was, glaube ich, wichtig ist. Jetzt ja zuletzt auch in dieser Position dann häufiger mal mit drei Stürmern, wo er auch eher dann ein bisschen weiter außen gespielt hat. Aber es ist so, gehört dazu. Wir haben jetzt ist nicht die erste Gelbsperre, die wir ja, ersetzen müssen. Nabi wird auf jeden Fall im Kader stehen. Ob es dann direkt von Beginn an eine Möglichkeit ist, schauen wir mal. Gibt auch neben Nabi noch weitere Optionen mit Skelly, mit Nick, die sicherlich dann in einer anderen Art und Weise die Position auch bekleiden können. Und da werden wir uns dann entscheiden. Zu welchem Spieltag kann ich noch nicht genau sagen. Starkey wird Mitte nächster Woche wieder hier sein, hat einen Therapeuten dort unten, mit dem er schon sehr lange zusammenarbeitet, der jetzt die Behandlung die ersten Tage übernimmt. Aber das kann ich noch nicht genau sagen. Also sicherlich müssen wir da von mehreren Wochen ausgehen. Trotzdem sind wir auch guter Dinge, dass er uns dieses Jahr dann trotzdem noch zur Verfügung steht. Ist mega bitter für ihn, war ihm auch anzumerken, auch dann ein, zwei Tage danach noch, weil er sich einfach jetzt natürlich auch in den, ja, war jetzt keine lange Pause, aber in den letzten 3 Wochen entsprechend wieder vorbereitet hat auf dieses Comeback und so wie du sagst, auch ein, glaube ich, sehr gutes Spiel gemacht hat, bis zu seiner Auswechslung gegen Dortmund. Ja, so ähnlich wie bei uns, ne? Auch da die letzten beiden Spiele vom Ergebnis her jetzt nicht super abgeschlossen, aber insgesamt ist es schon auch wieder das Union Berlin, was man so kennt, glaube ich, vom Ansatz. Verteidigen extrem gut, lassen wenig zu, auch in diesen ja, besagten letzten Spielen, wenn man die Qualität der Gegner anguckt, relativ wenig zugelassen. Und ja, haben nach vorne schon auch andere Spielertypen, als sie es jetzt in den letzten Jahren hatten oder auch noch in der Hinrunde, setzen deutlich mehr noch aufs Thema Geschwindigkeit und haben auch ihre Stärke bei Standards wiedergefunden. Also es ist so, dass Union Berlin, das man so typisch kennt von der Spielanlage, von den Themen, die sie in den letzten Jahren ausgezeichnet haben. Ja, Julian ist, das ist auch seine Wahrnehmung, natürlich sprechen wir da auch drüber im Trainerteam, auch heute erst noch wieder, aber auch ja, mit ihm gemeinsam sind wir, glaube ich, im guten Austausch, viel im Austausch, auch was individuelle Analysen angeht, relativ viel mit ihm gesprochen. Also er ist relativ schnell reingerutscht, schneller, glaube ich, als das alle erwartet haben.